Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, in der ich versuchen werde, eines der Gerichte aus dem Orkenspalter-Kochbuch nachzukochen. Lang ist her, dass die erste Folge rauskam, deswegen lasst uns keine Zeit verschwenden, ich stelle euch die Zutaten vor. Ja, heute befinden wir uns in einer alanfanischen Küche, der ersten aventurischen Küche mit Ceran-Kochfeld, und ich werde versuchen, den Alanfaner Feuertopf zu zaubern. Und am Schluss, ja, schaue ich mal, ob der genauso feurig ist, wie er sein soll. Die Zutaten sind in zwei Teile aufgesplittet, denn zuerst muss ich gewisse Vorbereitungen treffen. Ich muss Fleisch marinieren und das muss eine Weile einziehen, bevor es dann nachher tatsächlich zubereitet wird. Diese Marinade, die stelle ich jetzt her. Als erstes benötige ich Schweinefleisch. Es steht jetzt in der Anleitung nicht exakt drin, was für ein Schweinefleisch. Ich habe mich hierfür ein Nackensteak entschieden. Das kann natürlich so am Stück nicht bleiben. Und deswegen habe ich es in grobe Würfel geschnitten. Und bei der ersten Zutat habe ich gleich schon so meine Probleme gehabt. Denn ich benötigte Kreuzkümmel. Und zwar ungemahlenen. Den habe ich nicht gefunden. Deswegen habe ich normalen Kümmel genommen. Der Kreuzkümmel ist im Normalfall ein bisschen scharf und würziger. Der normale Kümmel ist milder. Ich nehme jetzt den normalen Kümmel und werde nachher etwas Kreuzkümmel in Pulverform noch mit beimengen. Und auch bei der nächsten Zutat hatte ich meine Probleme, denn schwarze Senfkörner zu finden schien nicht ganz so einfach wie zuerst gedacht. Deswegen musste ich auf normale Senfkörner ausweichen. Die nächste Zutat war nicht ganz so schwierig zu finden. Zwiebeln gibt es überall. Auch Knoblauch ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Die nächste Zutat habe ich jetzt persönlich selber noch nie verarbeitet, aber wenn es so im Rezept steht, dann nehme ich es. Ingwer. Frisch. Außerdem 2 Esslöffel Pflanzenöl, 2 Esslöffel Apfelessig oder anderen guten Essig, einen halben Teelöffel gemahlenen Zimt und ich vermute aufgrund des extremen Aromas nur ein Viertel Esslöffel gemahlene Nelken. Damit hätte ich die Zutaten zusammen und kann an die Vorbereitung gehen. Laut Rezept wäre der nächste Schritt jetzt, den Kümmel und die Senfkörner in einer kleinen Pfanne 3 Minuten lang unter ständigem Rühren dunkelbraun zu rösten. Und das machen wir jetzt mal. Ja, während die Pfanne heiß wird, kann ich ja noch mal ein bisschen was über meine Absichten erzählen, warum ich das Ganze mache. Damals, als ich mit dem Ganzen angefangen habe, da war ich selbst zu Hause, da der gerade Corona so richtig um sich gegriffen. Ich konnte aber kurze Zeit später gleich wieder arbeiten gehen. Ich hatte das Glück, nicht wie viele andere, die lange Zeit daheim waren. Und wir hatten dann auch durchweg immer genügend zu tun. Aber lasst mich euch doch auch mal ein bisschen was über das Orkenspalter-Kochbuch erzählen. Warum gibt's das? Naja, ein Kochbuch könnte jeder machen. Die Intention dahinter war, dass die Rollenspieler häufig recht ungesund essen. Pizza, Pasta, Fast Food. Und damit sollte eigentlich ein klein bisschen Abhilfe geschaffen werden. Für spontanes Rollenspiel ist es natürlich jetzt ein kleines Problem, wenn man einen Tag vorher mindestens erstmal alles vorbereiten muss. Da war die Kartoffelsuppe vom letzten Mal doch ein bisschen schneller zuzubereiten. Nichtsdestotrotz versuche ich jetzt einfach mal die Gerichte aus dem Orkenspalter-Kochbuch nachzukochen. Ich
bin jetzt kein Kochprofi. Es gibt einige Zutaten, die ich bis dato noch nie verwendet habe. Oh, jetzt sehen wir schon, der Senf fängt an zu springen. Ich weiß nicht, ist er dann zu heiß? Und ich sehe auch schon, er wird leicht grau. Ich hoffe, er verbrennt mir nicht. Aber Senf und Kümmel hätte ich noch notfalls da. Um das Ganze nochmal neu zu machen. Ist natürlich auch die Frage, würde sich der schwarze Senf genauso verhalten beim Rösten? Eine Frage, die ich jetzt natürlich nicht beantworten kann. Die andere Frage, wenn der Senf anfängt zu springen, habe ich ihn dann schon zu lang drauf gelassen? Alles Dinge, die ich nicht weiß. Aber ich vermute jetzt einfach mal, dass wenn der Senf so grau wird, dass er dann fertig geröstet ist. Da springen mir die Senfkörner. Kümmel sich nicht ganz so leicht in der Pfanne bewegt wie der Senf. Aber jetzt rieche ich es auch schon. Der Kümmel mit seinem Aroma. Und ich glaube, dass das jetzt genug war. Das werde ich jetzt in eine kleine Schale geben, abkühlen lassen und dann werde ich es fein mahlen. Während der Senf und der Kümmel jetzt abkühlen, kann ich schon mal den Rest der Marinade vorbereiten, indem ich die Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer, Essig und Öl in einen Behälter gebe und schon mal anfange zu pürieren. So, das wäre schon mal ein Teil der Masse. Inzwischen der Kümmel und der Senf abgekühlt, dann kann ich die schon mal mahlen. Das Ganze mache ich mit einem Mörser. Und da gebe ich jetzt auch noch das Kreuzkümmelpulver mit zu. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich so einen Mörser verwende. Ich dachte immer, das wäre mordskompliziert und Steinzeitmethode. Aber das funktioniert so gut. Ich frage, wofür brauchen wir da eine Püriermaschine? So, wenn das alles vorbereitet ist, dann kann ich die Kreuzkümmel- und Senfpulvermischung auch noch mit beigeben. Außerdem noch den Zimt und die gemahlenen Nelken. Ein bisschen widerlich aus, aber welche Marinade sieht schon anfangs gut aus. Ja, ich püriere das dann jetzt nochmal.
Ja, und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann denn endlich das Brennen in den Augen kommt von den Zwiebeln. Jetzt. So, jetzt habe ich hier diese Masse und mit dieser Masse wird das Fleisch einmassiert. Oder diese Masse wird ins Fleisch einmassiert. Ein bisschen was hebe ich noch auf, weil das in der Anleitung drin steht, so gut es geht aufheben. Aber jetzt wird es erstmal ins Fleisch einmassiert. Ich nehme jetzt einfach mal einen großen Löffel voll. Mal sehen, wie weit ich damit komme. Das wird ganz vorsichtig erstmal verteilt, dass auch alles ein bisschen von der Marinade bedeckt wird. Das Fleisch ist noch richtig saftig. Ich hoffe, es bleibt auch so. Die Menge war genau ausreichend und ich habe noch gut was übrig. Das kann ich dann beim weiteren Verlauf im Rezept noch mal weiter verwenden. So, das Ganze sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Wir haben überall was von der Marinade dran. Das darf jetzt über Nacht einziehen. Im Rezept steht mindestens 8 Stunden ziehen lassen. Bedeutet, ich kann morgen Nachmittag dann oder morgen Mittag, dann ist es richtig gut eingezogen, kann ich dann weitermachen. Meine restliche Marinade, die wird auch noch kalt gestellt. Für euch vergehen Sekunden, für mich ein halber Tag. Ja, 8 Stunden sind vorbei, die Marinade ist gut ins Fleisch eingezogen und deswegen gleich zum Teil 2 der Zutaten. Und da gehört natürlich als erstes das Fleisch dazu. Und schon gleich die zweite Zutat, die hat mir riesen Probleme bereitet. Die kannte ich bis dato noch gar nicht. Es handelt sich dabei um Tamarindenmark. Das habe ich nicht gefunden, aber ich habe einen Ersatz dafür gefunden. Tamarindenpaste, so hoffe ich zumindest. Und das werde ich jetzt einfach mal als improvisierte Zutat verwenden. Dann brauchen wir Öl, scheint mir ein bisschen viel zu sein, aber ich halte mich jetzt einfach mal ans Rezept und mal schauen, was dabei rauskommt. Zwiebeln in feine Ringe geschnitten und dann jede Menge Gewürze. Zum einen Kurkuma-Pulver, 1,5 Teelöffel voll, genauso viel Cayenne-Pfeffer, Paprikapulver und einen Teelöffel Salz. Natürlich habe ich auch noch von der Marinade was übrig. Das habe ich mir extra aufbehalten und damit wären wir mit den Zutaten durch und wir können mit der Zubereitung beginnen. Zuerst kümmere ich mich um die Geschichte mit dem Tamarindenmark, in dem Fall ja um die Tamarindenpaste, denn die wird separat zubereitet. Dafür brauche ich einen Viertelliter Wasser. Den bringe ich jetzt zum Kochen, während ich dann nebenbei schon anfange, die Zwiebeln anzubraten. Das mache ich mit dem gesamten Öl und dann schauen wir mal, ob die Menge zu viel war. Normal würde ich jetzt eine Pfanne dafür nehmen, aber da ich das Ganze nachher im Topf schmoren muss und ich für meine Pfanne keinen Deckel habe, für den Topf aber schon, mache ich es gleich im Topf. Jetzt heißt es erstmal warten, bis das Öl heiß ist und das Wasser kocht, wobei das mit dem Wasser relativ schnell geht. Dann gebe ich die Zwiebeln in den Topf. Gebratene Zwiebeln, der Duft ist lecker. So, das Wasser kocht, ich schalte es aus und gebe jetzt 1-2 Löffel von dieser Tamarindenpaste rein. So, und da ich
diese Tamarindenpaste oder allgemein Tamarinde noch nie davon gehört habe, interessiert mich natürlich auch der Geschmack. Und ich probiere jetzt einfach ein bisschen was davon. Kennt man aus vielen Computerspielen. Zutaten, ach, die kann man alle essen. Aufpassen, dass die Zwiebeln nicht anbrennen. Ich habe es noch nicht gewagt, die Tamarindenpaste zu probieren. Kommt gleich. Ich stelle die Hitze ein bisschen runter, dass sie nicht anbrennt. So, jetzt probieren wir die Tamarindenpaste. Ich habe hier nur ganz, ganz klein wenig, weil ich echt nicht weiß, auf was ich mich da einstellen soll. Ich probiere jetzt einfach mal. Okay, also schmeckt ein bisschen sauer, einen ganz komischen Nachgeschmack, erinnert ein bisschen an Zitrone. Als ich das nachgegoogelt habe, stand auch dabei, Zitrone wäre ein Ersatz dafür, falls ich das gar nicht gefunden hätte. Aber jetzt wieder zu unseren Zwiebeln. Die fangen schon an braun zu werden. Den Tamarindensud, den stelle ich mal einfach bloß auf die Seite. Den rühre ich nachher nochmal durch. Angebrannt ist noch nichts. Geröstete Zwiebeln. Ganz lecker mit Maultaschen oder so. Ja, ist schrecklich, wenn man Hunger hat und dann das Essen zubereiten muss. Ich glaube, in der Pfanne wäre mir das Ganze jetzt schon längst angebrannt. So habe ich zumindest bisher immer die Erfahrung gemacht. So, wenn die Zwiebeln angeröstet sind, dann kommen die Gewürze hinzu. Kurkuma, Cayennepfeffer und Paprika. Einmal gut durchrühren. Boah, das war das Paprikapulver. So, und dann nehmen wir es ganz genau. In der Anleitung steht drin 15 Sekunden. Bis dann das Fleisch dazu kann. Die 15 Sekunden sind um. Jetzt wird das Ganze 10 Minuten lang angeschmort. Duften tut sehr lecker. Jetzt muss ich schon aufpassen, dass mir am Boden nichts anbrennt. Ich merke schon, wie sich so ein bisschen was festsetzt. Dann nehme ich die Hitze auch gleich noch mal ein bisschen wieder weg. Nachdem die 10 Minuten jetzt vorbei sind, gebe ich den Tamarindensaft zu. Salz. Und von der Marinade. Ich vermenge das Ganze gut. Im Moment sieht es eher so ein bisschen aus wie Gulasch. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Jetzt mache ich dem Ganzen nämlich wieder Dampf unter dem Hintern. Koche es kurz auf. Dann nehme ich die Hitze wieder weg.
und lasse das Fleisch leicht abgedeckt. Das heißt, ich haue den Deckel nicht komplett drauf. ...30 Minuten weichschmoren. Bedeutet, wir sehen uns in 30 Minuten wieder. Zu dem Gericht empfehlen Sie Reis oder ein selbstgemachtes Brot. Das Brot möchte ich aber dann auch irgendwann mal noch selber machen. Deswegen mache ich diesmal Reis dazu. Wie man Reis kocht, ich glaube, das braucht man keinem groß erklären. Das interessiert auch nicht wirklich. Das mache ich alles so. So, der Alanfana Feuertopf ist fertig. Er ist ein bisschen dunkler geworden, als ich es erwartet hatte. Und jetzt probiere ich einfach mal. Dann schauen wir, ob er seinem Namen alle Ehre macht. Fleisch schön scharf. Schmeckt sehr gut. Zeit für Mittagessen ist sowieso. Oh, okay. Feuertopf. Ist gerechtfertigt. Kommt nach. Das ist sehr lecker. Ein gelungenes Gericht, würde ich sagen. Von Ronde Asleifson. Der hat es ins Ockenspalter Kochbuch eingetragen. Den Link, den packe ich euch unten in die Beschreibung rein. Ich muss jetzt erstmal was essen. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und ciao.